paar Minusgrade schienen den Teilnehmern des Waterjump-Contests in St. Anton nichts anzuhaben. Im Gegenteil, gerade richtig für ein erfrischendes Bad. Ich bin drüben gewesen, eine Stunde und zugeschaut. Es war eine sehr, sehr tolle, witzige Veranstaltung, die unbedingt förderungswürdig ist, die auch wieder gemacht werden sollte. Es war halt sicher vom Wetter her ein bisschen kalt und nicht gerade freundlich für Skianzüge oder für Bikinis im Wasser. Also das sind schon sehr mutige Teilnehmer, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die relativ groß werden kann, glaube ich. The water is really warm. It's a bit like swimming in the tropics now. Bloody freezing. I wish I'd worn a wetsuit now. Während die einen ganz professionell mit einigen sensationellen Freestyle-Einlagen das Publikum zum Jubeln brachten, hatten die anderen Mühe, das Becken überhaupt zu treffen. Aber schließlich zählt bei diesem Contest nicht nur der Sprung, sondern auch Kreativität in Bezug auf die eingesetzten Hilfsmittel. Aber ums kühle Nass kamen die Teilnehmer nicht herum. Egal wie, freiwillig oder freiwillig. Yeah! Applaus! I do it for you guys! I do it for the people! Ja, es war kalt, es tut halt schwer, aber so geil ist das Event, gewaltig. Anschließend ging es in der Anton Bar weiter, wo unter anderem die Preisverteilung zelebriert wurde. Insgesamt durften sich die Teilnehmer auf Preise im Gesamtwert von 2000 Euro freuen. Bei den Snowboardern entschied sich die Jury für Philipp Ramhofer. Bei den Skifahrern durfte sich Philipp Tschuknall auf den ersten freuen. Und in der freien Kategorie, in der vor allem Kreativität gefragt war, war der Bobfahrer Manuel Schöller Spitzenreiter.